Ja, ich wusste natürlich, dass auch Genderbeauftragte heute hier unter uns sind. Und ich habe versucht, den Text also genderkorrekt zu machen. Was allerdings nicht ganz leicht ist. Ja. Es macht seine Tücken, es ist eigentlich unmöglich. Ja. Weil zum Beispiel diese großen I's, ja, die man da immer braucht, die kann man nicht singen. Ja. Das ist, ich habe es probiert, aber es ist nicht zu machen. Also bitte alle Genderbeauftragten hier um Verzeihung, ja, wenn das nicht so richtig funktioniert. Ich verzichte auf meine Einleitung, für die ich den Titel Satan der Seiten bekommen habe, aber ich bin einfach zu aufgeregt. Ich schicke das nicht hin. Ja. Ich haste morgens in den Hörsaal immer pünktlich 8.20 Uhr. Mach die Tür auf und schau rein, doch die Luft riecht ziemlich ranzig. Drei Studenten sind schon da, offensichtlich angeschlagen. Übermüdet, doch warum wollen sie partout nicht sagen? Doch ich ahne schon, der Lernstoff war mal wieder viel zu heftig. Keine Zeit für Schlaf und Essen, darum riecht es auch so deftig. Nach Pommes frites, Big Mac und Döner, und das finde ich nicht nett. Und ich denk, ohne zu sagen, Frühstück lieber noch im Bett. Und ich denk, ohne zu sagen, Frühstück lieber noch im Bett. Mein Kaffee und Müsli rebellieren und wollen wieder raus. Doch das lasse ich nicht zu, schließlich bin ich nicht zu Haus. Und ich fange jetzt an, meinen Laptop rauszuziehen. Denn wenn etwas ich gelernt habe, ist es harte Disziplin. Nächste Strophe ist genderkorrekt. Und von jetzt an öffnet sich zu zweiminütlich auch die Tür. Wer neu reinkommt, wird begrüßt, aber meistens nicht von mir. Unter Servusrufen sucht man seinen / ihren Stuhl. Und ich mache tapfer einfach weiter, ein guter Prof bleibt immer cool. Sie haben es gemerkt, ja? Hör oder his chair. Ich bin schon bei Tafel 4, alle anderen sind schon voll. Denn ich liebe Talk and Chalk, die Studis finden es nicht so toll. Denn das analoge Schreiben ist ja völlig obsolet. Einer fragt, was ganz links oben auf der ersten Tafel steht. So allmählich steigt der Pegel, aus den Stimmen wird ein Summen. Ich zermartere mein Hirn, wie bringe ich Senior zum Verstummen? Und ich lass damit nicht alle meine Sätze still verhallen. Ganz diskret und listig kurz einmal das Stichwort Prüfung fallen. Plötzlich ändert sich die Lage und es wird unheimlich still. Jeder ist total gespannt, was der Giebel prüfen will. Doch es gibt eine Enttäuschung, keiner hat die List gerochen, denn ich habe schon wieder mal nur von Hörprüfungen gesprochen. Das war leider also nix, die verdammte Pädagogik. Ich zermartere mein Hirn nach der ultimativen Logik. Wie bekomme ich das nur hin, dass man aufmerksam mir lauscht und der Stoff nicht gleich schon wieder in den Großhirnabfall rauscht? Doch da fällt mir plötzlich ein, im Didaktikseminar wurde uns mal eingetrichtert und jetzt sehe ich sonnenklar. Man muss Studis noch viel stärker einbeziehen in den Prozess. Ich weiß leider bloß nicht wie und das macht mir wieder Stress. Nochmal eine Strophe zur Wahrung der Genderneutralität. Ich versuche es mal mit Fragen und ich spreche eine an, die ist völlig überrumpelt und sie fängt zu stottern an. Legt ihr Smartphone rasch beiseite, denn sehr misslich ist die Lage. Doch sie antwortete mir brav, wie war nochmal die Frage? Und sie antwortet mir brav, wie war nochmal die Frage? Was der Giebel zu erzählen hat, das weiß schon jeder Depp. Da gibt's wirklich nicht viel Neues, völlig anders bei WhatsApp. Doch zum Inhalt dieser Chats, dazu schweigt diskret mein Song. Aber eines sei verraten, man schreibt meistens sich im Wong. Die Betagteren unter uns wissen, was das ist, ja, dieses Wong. Wenn nicht, macht es auch nichts, ich muss das auch googeln. Aber Vorsicht, also mit dem Googeln bei Wong, seit ich das gemacht habe, ja, bietet Google mir bei jedem Vorlesungsmanuskript, was ich einstelle, an, es in Wong zu übersetzen. Aber mache ich nicht, ja, habe ich mich entschieden, mache ich nicht. Plötzlich sehe ich eine Lösung und ich fasse mir ein Herz. Wenn du aufmerksame Hörer willst,
Versuchs mit einem Scherz. Und ich kram in meinem Fundus nach geeigneten Geschichten. Und ich finde was, doch scheu mich jetzt vom Ausgang zu berichten. Und ich finde was, doch scheu ich mich jetzt vom Ausgang zu berichten. Denn was eigentlich man ahnen konnte, trifft auch leider ein. Als die Pointe endlich raus ist, lacht schon wieder mal kein Schwein. Nur die Eifrigen im Hörsaal schreiben alles auf per Hand. Und ein Streber fragt geflissen, ist das prüfungsrelevant? Das ist alles mir sehr peinlich, ich stehe kurz vor dem Burnout. Doch da hebt sich meine Stimmung, zwei ganz hinten lachen laut. Da versteht mich jemand, denke ich, und wird innerlich ganz froh. Da bemerke ich den Laptop mit dem YouTube-Video. Da bemerke ich den Laptop mit dem YouTube-Video. Bis jetzt ging es also ums Zuhören. Jetzt kommt der ernste Teil vom Aufhören und es ist der persönliche Teil. Für die letzten paar Zeilen habe ich länger zum Dichten gebraucht als für den ganzen restlichen. Aber ich möchte nun vortragen. Wer nun glaubt, ich ginge darum heute gerne in Pension. Irrt gewaltig, es ist komisch, ich vermisse euch heute schon. Die Erfahrungen mit euch haben niemals mich verdrossen und ich habe euch alle tief in meinem Herzen eingeschlossen. Oder fast alle. Darum wünsche ich mir, wenn ihr alle mal im Leben steht, euren Traumweg vielleicht findet und wenn möglich dann auch geht. Dass Erinnerungen helfen, euch die Tage hell zu machen. Lasst die Erinnerung an mich bitte nicht total verflachen. Denkt ab und zu mal an den Giebel, vielleicht mit einem Lachen. Denkt ab und zu mal an den Giebel, vielleicht mit einem Lachen. Dankeschön. Vielen Dank.